Hey und willkommen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe. Wir haben uns Minion-Geschenktüten bestellt und wir haben wesentlich mehr Geschenktüten bekommen, als wir erwartet haben. Und zwar sind das hier 12 Tüten, in denen insgesamt jeweils nochmal 8 Tüten drin sind. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Ausgepackt sehen die Tüten so aus. Auf der Vorderseite haben wir hier oben einmal eingestempelt so einen kleinen Griff, damit man die Tüte auch in die Hand nehmen kann. Dann haben wir hier so einen türkisen Hintergrund, wo auch überall ganz viele kleine Minions drauf abgebildet sind. In der Mitte haben wir einen großen Steward, der sich sehr freut und lacht. Und zwei Minions, die hier Partyhüte auf dem Kopf haben. Und im Vordergrund ist hier vorne nochmal ein Bob abgebildet, der in so eine Tröte reinpustet und das ist scheinbar ziemlich laut, sodass es seinen Nachbar hier ziemlich stört. Die Rückseite von den Tüten ist leider nicht bedruckt, das wäre eigentlich schön, wenn die auch noch bedruckt sind, aber nicht so schlimm. Die Tüten sind sehr dünn, also es ist echt ein ganz, ganz dünnes Plastik. Man sieht auch, dass die Vorderseite sogar so ein bisschen durchscheint. Am besten sind die Tüten wahrscheinlich für Kindergeburtstage geeignet, wenn man Gäste hat und man möchte denen noch ein paar Süßigkeiten oder kleine Spielzeuge mit dazugeben, dann hat man hier echt eine Möglichkeit, ziemlich viele Tüten ziemlich günstig zu bekommen. Und wenn man vielleicht sowieso einen Geburtstag feiert, wo die Minions ein Thema sind oder wo man ein bisschen mit Minions dekoriert hat, dann passt das auf jeden Fall prima dazu. Wenn ihr andere Geburtstagstüten habt, die ihr zum Beispiel für euren Geburtstag dieses Jahr verwendet habt oder euren Gästen mitgegeben habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, was da eure Favoriten sind. Und wenn euch die Tüten gefallen haben und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!